Forscherin am Vision for Robotics Lab an der Technischen Universität. Eigentlich schon. Mich interessiert besonders, was Sie über Roboter denken, also wie Sie sich Roboter vorstellen. Und deswegen stelle ich eigentlich eher lieber die Frage, wie stellen Sie sich einen Helfer zu Hause vor und nicht einen Roboter? Wenn Sie sich nämlich überlegen, wie ein Helfer zu Hause sein könnte, dann wissen Sie ungefähr auch, was für Roboter ich entwickle. Die menschliche Seite. Insbesondere muss man sich das so vorstellen, wenn man zu Hause eine Waschmaschine hat, dann ist man es ja gewohnt, dass man ein technisches Gerät zu Hause hat. Und man ist es auch gewohnt, dass man seine Wäsche selber sortiert und reinfüllt und rausnimmt, aufhängt, bügelt. Und wenn diese Waschmaschine das alles selber machen könnte, hätte man ja im Prinzip auch nichts dagegen, oder? Und deswegen ist das natürlich sehr spannend für alle, denke ich mal. Ja, sobald die Kinder Richtung Kindergarten aus dem Haus sind, fange ich an zu arbeiten. Wenn ich Besprechungen habe, komme ich rein. Ich arbeite nur halbtags. Am Nachmittag habe ich dann die Kinder. Als Hauptprojekt haben wir das Hobbit, the Mutual Care Robot. Wir entwickeln einen Roboter für ältere Menschen, damit sie länger zu Hause bleiben können. Also dieser Roboter soll insbesondere Stürze erkennen und Hilfe holen in Notsituationen und ihnen auch gewisse Dinge erleichtern. Natürlich ist sie im Rahmen der Technik, soweit sie das kann. Und Unterstützung gab es von der Familie insofern, dass sie mich halt nach Österreich studieren geschickt haben und mir eigentlich die freie Wahl gelassen haben, was ich studiere. Sie haben halt nur gemeint, ich soll mir etwas aussuchen, womit ich dann später auch Geld verdienen kann. Da ist natürlich Technik kein schlechter Beruf. Und meine Lieblingsfächer waren halt Mathe, Physik und Chemie und ich wollte halt wissen, wie alles funktioniert. Und da hat sich halt dieses Studium gut ergeben. Natürlich wollte ich auch die wirtschaftliche Seite haben, weil es immer sehr wichtig ist, dass man auch das Produkt, das man dann halt auch vermarkten kann und vertreiben kann. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie Spaß an der Sache haben und sehr gut sind, dann brauchen Sie sich auch nicht zu behaupten. Zumindest nicht mehr, als die Burschen sich behaupten müssen. Das ist für alle gleich. Es wird sofort anerkannt, wenn man gut ist und seine Arbeit gut macht. Was ich Mädchen noch zusätzlich rate, ist, dass sie dann vielleicht so Mentoring-Programme in Anspruch nehmen, wo sie dann eine Frau als Mentor haben, die diesen Weg schon mal gegangen ist und ihnen moralische und manchmal auch vielleicht fachliche Unterstützung geben kann. Ich habe sehr viel Unterstützung von meiner Familie, insbesondere von meinem Mann. Und natürlich habe ich einen sehr verständnisvollen Chef, der diese Situation total versteht und sich auch darauf einstellt. Und meine Kinder sind meine Inspiration. Das heißt, wenn ich den Nachmittag mit ihnen verbringe, kann ich vielleicht nicht direkt immer am Computer arbeiten, aber es geht dann schon, Dinge gehen dann schon weiter. Vor allem, wenn man in der Forschung arbeitet, muss man auch mal Zeit haben, wo man abschaltet, wo dann die Ideen fließen. Und das kombiniert sich eigentlich sehr gut.